Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge ist ganz schön viel passiert. Rose und Diesel haben sich uns angeschlossen und ja, sie wurde zu einer Provisorin erhoben. Er wurde zum Nebenherrscher gegründet und ja, wir haben diesen Hund hier getroffen, der früher so ein Drachenmolch war, den wir besiegt haben, aber der ist auch ein Seraph. Ja, was noch? Sonst nix. Es geht. Die Nachwirkung des Krieges. どうなったんだろう。戦争の結果。さあね。ローラス軍が崩れたのまでは確認したけど。直後に入らんでも勝負しない。撤退した。勝敗は引き分けといったところだな。あんたもあそこにいたんだ。戦場を見るのが趣味で。俺がやったことがそのまま結果に結びついたわけか。 ライラの言った通りだな。アリーシャやルーカスは大丈夫かな。ルーカスは平気だろ。アリーシャのことはハイランドを信じるしかないね。だよな。とにかく僕らにできるだけのことはやったさ。だよな。そういえば別れたんだ。アリーシャ姫と。うん、マーリンドで。アリーシャにはアリーシャの夢があるからね。もしかして私ってアトガノ？そういうつもりはないよ。 変な聞き方してごめん。気にしなくていいよ。一緒に行くって自分で決めたんだからさ。逆にお姫様の役を求められても困る。それは分かってる。分かってるのはいいけど、そこは失礼じゃない？ Ja, okay. Hast du was zu sagen? Was? Okay. Ich wollte eigentlich mit dir sprechen, aber die Legende der Drachen. ドラゴン。8点に石像か。いや、数が合わない。ドラゴン信仰の異物なのは間違いない。いや、8 Drachen gab's ja auch noch irgendwie hier, ne? Drachen sind Götter. あちこち回ったけど足音も見たことないけどね。あ、レイフォルクのそばで聞いた雷の音はドラゴンっぽかったかも。本物よ。それ。またまた。行ってみればわかるわ。命もなくなるだろうけど。俺たちレイフォルクでドラゴンに会ったんだ。そのドラゴンはエドナのお兄さんね。は？エドナは天族でしょ？不思議はない。 Ist irgendwie cool. So, jetzt will ich mit dir reden, aber du kennst also auch gerne Ruinen. Ist das ein Scherz? Kein bisschen. Deine Grimassen reichen vollkommen aus, um mich zu unterhalten. Wow, hast du eine Idee, wie wir hier durchkommen? Sieh mich nicht so an, das ist deine Aufgabe, Kumpel. Ich habe alles versucht, um das Ding zu öffnen, aber es bewegt sich nichts. Kein Plan, du hast eine Menge herumhantiert, um diese erste Tür zu öffnen. Schaffst du das nicht nochmal? Wenn Giftpfeile aus den Wänden schießen, bedeutet das sicherlich, dass du etwas richtig gemacht hast. Ist nur da eben. Okay. So, ich habe mir unsere Truppe mal angesehen. Ich habe schon mal die ganzen Arts hier verteilt, ob ich damit irgendwie klarkommen werde, weiß ich nicht. Außerdem steuern wir jetzt mal sie, weil ich will mal sehen. Bei ihr ist aber irgendwas sehr merkwürdig. Sie ist auch nicht nur, dass sie zwei Waffen hat anstatt Zubehör. Sie hat Angriff relativ hoch, aber ihr Artangriff ist komischerweise höher, obwohl sie jetzt hier schon den Bonus auf 12% hat. Das heißt, sie wird auch mehr so eine A-Art Kämpferin, was ich jetzt nicht irgendwie so gut finde. Ich tue sie mal hier so auf normale Art machen, weil ich habe so viele Art Anwender hier. Deswegen gucken wir mal, wie sie steuern lässt. Außerdem habe ich Folgendes gefunden: Warum hat sie Alishas Klamotten? Warum? Ja, ich bin mal hier so durchgegangen, habe gesehen, einige Charaktere haben ein paar Sachen dazu bekommen. Zum Beispiel er, normale Kleidung, Aufbruch. Das soll angeblich die Kampfmusik ändern.
was ich ja gern mal sehen möchte oder hören, beziehungsweise. Achso, wir müssen ja rüber, aber geht nicht. Da unten sehe ich schon wieder Schalter und da ist so eine Kugel. Ach, ich weiß schon. Den hier, ne? Ah, wir können wieder zurück. Okay, gucken wir noch mal, ob hier was ist. Ich glaube zwar nicht. Hier ist auch nicht irgendwie eine Quest, glaube ich. Ich glaube, Ausrüstung haben die auch nicht gehabt, ne? Für die beiden. Diesel kämpft mit einem Dingens. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. In der Basis war da so ein kleines Gebiet, wo wir hingehen konnten. Da konnte man bestimmt jetzt auch mit dem Ding rüber, ne? Wollen wir mal ausprobieren. Gut, ob mir eingefallen ist. War mal die Musik. So, wo ist das Ding? Da. Müssen wir aber jetzt auch durchkommen, oder? Bams. Donut. Noch irgendwas hier? So, dann warte mal, was? Ach so, Dingens hier. Was haben wir denn hier für die beiden? Windschreiten nach dem Sieg in einem Kampf oder den Belauschen von Stadtbewohnern wird die Bewegungsgeschwindigkeit beträgt. Ach, das war das. Bei höheren Level ist der Tempogewinn höher. Anlocken. Gib einen zuvor besiegten Gegner an und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass er erscheinen wird. Okay. Cool. Machen wir jetzt mal Snack-Zubereitung, aber. Also sie. Schleichender Schritt. Du kannst dich im schleichenden Schritten an geräuschempfindlichen Gegnern anschleichen, ohne dass sie es merken. Bei ihrem Level kannst du noch leider schleichen. Lass mal erstmal so. Ich tue erstmal Snack-Zubereitung. Ich habe so das Gefühl, das könnte, wenn ich halt so früh möglich auf Level irgendwie besser werden. Weiß auch nicht wieso. Da sind wir schon mal hier. Außer wir kriegen natürlich schwarzes Zeug. Genau deswegen macht man das ja. So, ich tue mal hier alles auf Maximum. So, wir können keine Sachen hier bekommen. Die Anfangsausrüstung von den beiden ist übrigens nicht so berauschend. Und ich finde ich da besseres. Okay. Dann weiter. Auf unseren offiziellen Weg jetzt. Beziehungsweise hier. Falsche Taste. So, das sieht irgendwie so aus wie ein Weg. Ohne Rückfahrschein. Ja, Mann, aber links. Achso, hier ist eine Treppe. Ich dachte, hier wäre so eine Rutsche, die ich runterrutschen könnte. Dann haben wir unsere ersten Gegner. Kann ich mal sehen, ob sich die Kampfmusik geändert hat. Irgendwie nicht. Also weil ich nicht zur Rail steuere wahrscheinlich, ne? Jetzt haben wir ja Vierertruppe. Gut, oder? Roses Kampftalente. Rose führt zwei durch und verwirrt ihre Feinde mit schnellen Angriffen. Sie zeichnen sich durch ihre besonderen Fähigkeiten aus, zwei Waffen auszurüsten, was sich wiederum auf deine Fusionspaarung auswählt. Sie ist eine sehr energische Kämpferin, was sich an ihren verborgenen Arts, mit denen man Fallen stellen sowie Fallen- und Flugkombos ausnutzen kann, zeigt. Okay. Du warst gerade eine Schlange. Sieht aus, als könntest du kaputt gehen. Hey.
Das ist ein lautes Poltern von oben. Okay, das ist gut zu wissen. Das ist ein Monolith. Das sind anscheinend Weisheiten. Warum lädst du das vor? Drei Arten von Arzt. Kriegsarzt vermeiden, weil das werde ich mir nie merken können, deswegen weiß ich nicht. Okay, den Angriff hätte ich gerne woanders. Weil er geht nach links. Wütende Flut. Den habe ich jetzt nicht mehr. Der Angriff geht nach rechts. So, den hätte ich auch gern woanders. Oh, das ist Mann in den Boden unter den Anwender. Ja. Wütende Flut, Zahnklinge, Flimmer. Ja. Okay. Wenn du Messer kämpfst, dann ist auch nicht schlecht. Wir kriegen gute Erfahrungspunkte hier. Schleichender Schritt, Talent, schleichender Schritt. Abhängig vom Boden unter den Füßen können Schritte von höheren Feinden wahrgenommen werden. Diesen Talent kannst du die Entfernung fragen an, wenn der Feind dich bemerkt, wenn du das Geräusch deines Schritts dämpfst. Mit dieses Talent bis zur maximalen Beherrschung geht, kann das Geräusch deiner Schritte vollständig ausblenden. Okay, cool. Machen wir mal hier. 8 habe ich. Da wird sich doch irgendwo was einballern lassen. Aber irgendwie nicht. Nee. Noch nicht. Okay, da haben wir es mal hin. Ja, mit 4 Charakteren machen wir die Gegner ja richtig platt. Wenn ich mir anschaue, wie das letztens ausging, ne? Gegen die auf diesem Schlachtfeld hier noch, ne? Bei absoluter Hölle. Und jetzt machen wir ja alles fertig. Windschreien, Talent Windschreien. Diese Talente sind nach einem siegreichen Kampf, aber wenn du die Dorfbewohner belauscht hast, deine Bewegungsgeschwindigkeit. Die früheren Wissenschaftler und Philosophen von Marlin sind sich über den Grund uneins. Doch du musst nur wissen, dass der Effekt nur kurz andauert, bis die Flügelzeit leer ist. Reihe Aktivierungen aneinander, um den Effekt hinauszuzögern. Ich habe Florierhut bekommen. Direkt schon mal Besseres. So. Da sehe ich irgendwo was. Da ist oben, okay. Da müssen wir hin. Das sparen wir uns noch auf. Also, dass wir ein bisschen überpowered sind. Sind erst Level 23, was ist hier los? Ich will trotzdem auf Speed weiter leveln. Mal will ich aber hier ein Level up haben. Verdammt. Anlocken. Mit diesem Talent kannst du die Gebiete, in denen du Feinde anzutreffen sind. Achso, ja, das haben wir gerade gelesen. Ja, nein, auch, aber jetzt kann Bock jetzt hier Fähigkeit hier durchzulesen. Ja, wir können ja locker noch ein Level up rausholen. Das haben wir, ne? Ja. Halt. Okay. So, ich möchte mal kurz zur Rail steuern, um zu gucken, ob sich die Kampfmusik ändert. Wenn ich ihn steuere. Upsala. Warum geht das jetzt hier? Warum haben wir jetzt so Probleme?
Das sind nur bei den Gegnern ja wahrscheinlich, ne? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Stand doch. Gewand, das beim Erkunden von Ruinen mit Miklo getragen hat, ändert die Musik während des Kampfes. Habe ich jetzt eine andere Kampfmusik oder was? Da könnte natürlich auch sein, ne? Ich ist ja schon die zweite Kampfmusik. Das war, und damit tut man sozusagen die erste aktivieren. Ja, anscheinend. Hört sich aber fast immer noch genauso an. Komm, wir machen hier voll fertig. Sag mal bloß nicht, dass ich das nicht genieße, ja. Wolgranwald, okay. Damit kommen wir jetzt zum Wald. Okay. Das ist gut zu wissen. Also okay, ein kleines Gebiet. Oh, hallo Block, hast du noch Ausrüstung mit offenen Fähigkeiten? Ich kann sie nett und hübsch herrichten. Nimm mal hier ein Verteidigungsfähigkeit. Und ist dir jetzt mal geholfen? Ich glaube, die sagen immer das Gleiche, ne? Den Wald muss ich auch noch erkunden, fällt mir auf. Auch schon eine Erkundung irgendwo. Nö. Okay, wenig war hier zu entdecken. Ein Normin und eine Schatztruhe, die ich noch nicht öffnen kann. Okay. Wie viele brauchen wir noch? Für alle bis auf Layla, ne? Nur mal 10 und Level ab, damit ich kurz. So. Okay, dann kann ich auch wieder Rose steuern. Nächstes Mal versuchen wir mal Diesel zu steuern. Cool. Falscher Charakter. Warum feigt der gerade? Was ist denn los? Ja, macht ihn schon wieder. Warum hast du das gegen? Ach, so einer ist wieder dabei. Kann wohl aber auch mehr drauf gehen. Aus irgendeinem Grund sind die einzigen, die uns hier fertig machen. Oh, ich möchte mal ihn steuern. Komm her. Der konnte auch Richard. Das weiß ich noch. Bin auf jeden Fall jetzt mächtiger als hier zuvor. Hier sind Kampftalente. Sein Pendel ist ein hervorragender Mana-Katalysator und kann zudem verdoppelt werden und dann als Peitsche gegen Feinde eingesetzt werden.
nicht zu nahe herantrauen. Durch seine Fähigkeit aus mittlerer Distanz anzugreifen oder eine Reihe Nahkampfhiebe auszuführen, kann Diesel seine Taktik in die jeweilige Situation anpassen. Seine grafischen Art zu fallen, gerade wenn man sie also gut einsetzt, wenn man die Standorte vom Feind berücksichtigt. Blablabla. Cool Story, Bro. Nein, da ist schon wieder so einer. Hier haben wir, glaube ich, alles erkundet, ne? Okay, gehen wir hoch. Dann schon wieder so ein Magier durch die Gegend, auf den habe ich keinen Bock. Immer noch mein Level up abholen und dann gehe ich nach Hause. Ich will noch Erde und Wasser, ja, zu diesen Effekten, ne? Vor 7 Erfahrungspunkte. Echt jetzt? Haben wir ja noch was, was ich schnell einsacken kann. Boah, hast du mich jetzt erschreckt. Don't do this. Ich finde die gute, ich finde die Kampfmusik gut. Schön episch. Oh Mann. Das ist keine Donner-Seraphe gibt, ey. Ich mag Donner. Verreck. Der hat aber keine Heilmagie, merke ich gerade. Neues Art erlernen. Schockwehr erhalten. So, jetzt gehen wir nach Hause. Offscreen wieder. Ist kurz vor Level 24 trainieren. Und dann. Ja, sind wir wieder ein bisschen mächtiger. Ich werde jetzt sowas von ausnutzen. Die Gegner geben mir voll gute Erfahrungspunkte. Die geben mir 100. Die geben mal Werte über 100. Das ist doch mal was. Schade, ich dachte, ich kann mich durch die Wand. Voll gegen die Tür. Pusch! Okay, dann würde ich sagen, ich beende die Partie und wir erkunden den Rest der Ruine in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.